Hallo aus dem wunderschönen Reffen. Wir machen heute ein kleines Covid-Update, weil es gibt ziemlich viele Veränderungen für diesen Monat und den anderen. Und ich will euch mit euch so die wichtigsten Veränderungen teilen. Und zwar ab heute Samstag ist die Ausgangssperre, die ist jetzt auf 1:30 Uhr verlegt. Vorher war es eine Stunde vorher, also bis 12:30 Uhr. Musik ist ab heute wieder erlaubt in den Geschäften, in den Läden, in den Cafés und so weiter. Das war vorher halt nicht so. Man durfte keine Musik anmachen. Einige Geschäfte, wie Restaurants und Cafés, die links und rechts Öffnungen haben im Laden, die dürfen jetzt auch innen offen haben, wenn sie halt gut belüftet sind. Bis jetzt war es nur erlaubt, dass die Geschäfte nur außerhalb, also den Außenbereich, offen hatten. Und ja, in den Theatern und so weiter, da wird die Prozentzahl jetzt auch heraufgesetzt. Jetzt ist es, je nachdem, wie viele Leute da rein können, ist auch die Prozentzahl heraufgesetzt. Ab dem 15. Juni können die Tanzschulen wieder aufgemacht werden, also die werden wieder eröffnet. Und auf den Märkten ist der Mindestabstand von den Verkäufern jetzt auf 1 Meter begrenzt, ab dem 15. Juni. Ab 1. Juli ist die komplette Ausgangssperre, die wird komplett abgeschafft. Aber je nachdem, wie es halt verläuft mit den also wenn es besser wird, dann wird diese Ausgangssperre abgesetzt. Ab dem 1. Juli. Was noch ab dem 1. Juli gilt, ist, dass die Mindestzahl bei den zum Beispiel Hochzeiten und so, die Mindestzahl der Leute, die ist jetzt auch auf 300 Leute, wird sie aufgesetzt. Das heißt, wenn jemand heiraten will, dann kann er halt mehr Leute einladen. Was sich noch ändern wird, ist die Öffnungszeiten der Supermärkte. Die werden sich ab Montag, dem 14. Juni, können die, also wer will, der kann dann bis um 10:30 Uhr, bis zum 22:30 Uhr offen haben. Aber meistens sind dann die Läden bis um 9 Uhr werktags offen. Also einige Änderungen, die natürlich zur absoluten Normalität führen, vor allem die Abschaffung der Ausgangssperre ist sehr wichtig. Und ja, das sind so die Updates bis jetzt. Und es läuft eigentlich auch ganz gut bis jetzt, muss ich sagen. Also die Krankenhäuser, also hier zumindest in Refnon, die haben kein wirklich Sonderproblem jetzt mit den Leuten. Es gibt nicht so viele Covid-Erkrankte zurzeit. Und ja, das war es dann auch von hier, ne? Ich hoffe, dieses kleine Update hat euch gefallen und viel Spaß weiterhin. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Kanal auch abonnieren. Dankeschön.